Was geht ab und ein herzliches Willkommen zum F1 Flashback. Und zwar werden wir von Formel 1 2012 beginnend uns jedes Formel 1 der Vergangenheit ansehen. Wir sind ja knapp eine Woche vor Release von F1 22 und ja, wir werden es, ich habe es mir vorbestellt, ich habe es mir schon vor einem Monat gekauft zu meinem Geburtstag und ich freue mich extrem, dass wir rein starten können. Wir werden ja in jedem Formel 1 Spiel die Strecken Belgien und Brasilien fahren und wir werden hier auch ein Team nehmen, das vielleicht nicht jeder mehr am Schirm hat. Also wir werden uns natürlich auch ein bisschen durch die Vergangenheit wühlen. Hier zum Beispiel Fernando Alonso mit seinem Italiener-Bärtchen oder auch Massa. Dann haben wir natürlich hier Button und Hamilton, das wusste ich noch. Weber und Vettel, ja genau. Michael Schumacher sein. Und ja, hier bleiben wir auch stehen. Mit dem werden wir nämlich fahren. Das ist das letzte Game, wo Michael Schumacher in sein wird. Wir werden immer drei Runden fahren und uns ein bisschen angucken, wie sich das Ganze so vom Handling her, vom Feeling her getan hat. Das Info. Auch die Strecke selbst wird etwas ganz Spannendes werden, weil es natürlich sich auch im Laufe der Zeit, wir werden natürlich die gleichen Strecken fahren, aber im Laufe der Zeit haben sich natürlich auch viele Strecken dazugegeben. Hier zum Beispiel noch China und natürlich dürfen wir auch nicht den Grand Prix von Europa, Valencia, vergessen. Deutschland in, das ist, glaube ich, Hockenheim, auch ein mega Rennen jedes Jahr gewesen. Die gibt es eh immer noch, genau, Cheongam, Korea und natürlich auch Indien. Ja, auch das erste Rennen, nein, das war nicht das, doch, das war das erste Rennen von USA. Also auch toll, wirklich, wirklich ziemlich cool. Aber wir werden zu Belgien vorwandern und starten da mal ein Rennen, dann wechseln wir und hier haben wir nun Belgien, Spa-Francorchamps, auch natürlich der typische Helm von Michael Schumacher. Man konnte hier noch, sobald ich weiß, natürlich die weichere Mischung und auch die härtere nehmen. Aber hier rechts konnte man noch ein Quick-Setup nehmen. Schnelles Setup, genau. Wir werden eher auf Abtrieb gehen. Ist natürlich Belgien. Ist jetzt auch nicht bekannt für Highspeed. Aber natürlich, gucken wir mal. Nein, nicht zurück ins Menü. Seien es weiter gesprungen. Ja, die PlayStation 3-Controller, die alten, die sind jetzt auch, ich weiß nicht, ich bin zu verwöhnt von Xbox-Controllern. Ich mag die Xbox-Controller persönlich lieber. Ich konnte mich auch mit den Blazy-Controllern ja, anfreunden natürlich. Ich war damals ein riesen Blazy-Fan, aber seitdem ich diese extrem großen Kopfhörer, seitdem ich die extrem großen Controller, auch zum Beispiel Elite und so, die machen halt ordentlich Bock auf Xbox mehr. Hier auch Nico Rosberg. Und wir werden, sechster Platz starten. Es gibt Keras und auch DRS. Das ERS ist jetzt auch eine Mischung aus dem Ganzen. Los geht's, die 5 roten Lichter. Sie beginnen zu leuchten und aus geht's hier. Kimi Räikkönen im Lotus vor uns, auch Jenson Button noch im McLaren. Da ist uns wieder hinten drauf gefallen. Oh mein Gott. Ich bekomme die Strafe für was denn? Was hab ich denn gemacht? Ich habe die Kollision ver... Erstmal beim Start hin. 10 Sekunden. Okay. Das erste Rennen ist jetzt schon mal durch. Alter, das ist ja richtig hardcore hier. Das Handling bin ich gar nicht mehr gewohnt. Und wir verlieren hier ordentlich am Boden. Wir verlieren hier so stark am Boden, weil ich irgendwie die Eau Rouge nicht voll genommen habe. Okay, das war jetzt... Ja, okay. Okay, ja, der Controller ist auch leer. Danke nochmal dafür. Aber, oh mein Gott, das geht ja. Okay. Wie sagt Lando? Luckily, there's something called Flashback. Ich weiß nicht genau, was beim Start los war. Ja, dann müssen wir vom Gas gehen. Oh mein Gott, Jenson Button hier. Richtig kämpft. Hier richtig. Okay. Ja, man kann die nicht vollnehmen. Ja, ich hab das. Oh. Nico, es tut mir leid. Nur. Ja, statt. Okay, das einmal. Das Force-Feedback ist richtig schwach, aber ich denke mal, dass man neben der Strecke. Ja, das, ich bin ja auch scheiße hier unterwegs. Dass man neben der Strecke keinen Grip hat, glaube ich. Ist das ein bisschen eingestellt so? Ja, das Kers ist jetzt auch... Nico klebt uns hinten drauf. Ich meine, wir fahren zwar mit... Alter, habe ich einen Flügelschaden? Nein. Das war noch immer noch der vierte Platz. Ja, das ist jetzt... Okay, ich hoffe, wir werden uns noch eingrooven.
fürs zweite Rennen, weil das ist jetzt nicht gerade gut gelaufen. Ja, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Wieder verbremst hier. Ja, du kannst mal auf die Seite gehen, Bro. Dort bekommen wir eine Verwarnung und das gibt eine... Ja, okay. Okay. Hab schon verstanden. Ja, das Handling ist interessant. Ich finde, das ist auch das Beste vom Lance, was jemals rausgekommen ist. Es war mein erstes vom Lance, das ich richtig hardcore gezockt habe. Und ja, da musst du auch Abstriche machen, sorry. Ich liebe es, aber natürlich ist es vom Handling her, ich drücke das Gas durch und mir tut schon der Finger weh. Der Controller ist echt alt, also ein paar Jahre noch war. Wir könnten hier pro forma natürlich, ja, oh mein Gott, das ist nicht mal, Weber führt den Grand Prix an, oder ist das Hamilton? Ich weiß nicht, aber wir sind es auf jeden Fall nicht. Schnellste Rennrunde auf jeden Fall mal. Ach du Kacke, Alter, wie früh die KI hier bremst. Da kannst du, aber... Luckily Flashback? Nein, sorry, das ist eh unser letzter. Aber ich habe hier wirklich so spät reingetryhardet, bremst. Weil ich irgendwie wollte, dass man hier... Ach du Kacke. So, nur nicht zu früh aufs Gas gehen. Curls benutzen beim Rausbeschleunigen. Hamilton führt den Grand Prix an. Ja, das ist die neue Hybrid-Ära, das dürfen wir nicht vergessen. Das war, glaube ich, auch seine erste Season bei Mercedes damals. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Fett, wir probieren hier alles nochmal, um Sebastian Vettel zu holen. Ich weiß natürlich, dass es hier um nichts geht, aber, also dass es hier, wenn wir eh eine 10-Sekunden-Strafe haben, um nichts geht. Aber ich finde das trotzdem ziemlich cool. Ich glaube, die Kurve habe ich auch nie richtig geschafft. Aber wir sind hier an Sebastian Vettel dran! Halleluja! Ja, das, ja, wir waren zwar dran, aber das wird nichts mehr. Hier ist die Jacket Flag von LG noch gesponsert. 3 Minuten. Und das war unser erstes Rennen mit Michael Schumacher. Eine totale Katastrophe, würde ich mal sagen. Aber ja, Start, okay, Endergebnis 14. Verlorenen Positionen 8, allein durch die Strafe. Aber immerhin führen wir auch die schnellste Rennrunde an. Mit einer 1,57. Das ist natürlich, ja, dünnes. Aber jetzt geht's nach Brasil. Willkommen im Autodromo José Carlos Pase, ja, dem Brasilien Grand Prix 2012. Ich glaube, das war echt ein sehr intensives Rennen für alle Vettel und Alonso Fans. Also wirklich, ich denke da natürlich mit einem lachenden, also mit einem freudigen Auge zurück, weil es einfach eine schöne Formel 1 Zeit damals war, aber natürlich mit, ja, so einem traurigen Auge, weil es halt, es ist so traurig, hier oben ist es so warm, es ist so traurig, weil, ja, Fernando Alonso, ich hab's ihm so gegönnt damals und, ja, es ist schade, wirklich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich meine, ich hab's natürlich auch, ja, Vettel gegönnt, aber, ja, Alonso startet ja sogar vom Pole. Wir könnten das Finale nochmal nachmachen. Nein, von wo starten wir? Auch wieder vom 6., 7. Platz diesmal. Ich hab's hoffentlich im Griff. Mit Michael Schumacher, sein letzter Grand Prix. Und ich glaube, da gab es auch einen kleinen Landsmann-Bonus, weil der hat ja auch sich da jetzt nicht hardcore gewehrt wie im Vettel. Vettel wurde weggedreht in der ersten Kurve. Und der hat dann eine riesen Aufholjagd gestartet. Pastor Maldonado. Hey Maldonado, was machst du denn hier? Krass, noch in der ersten Kurve. Ja, das wurde jetzt alles geändert. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, ja, ich war hier schon da. Und Alonso hat den ersten Platz hier verloren. Aber zack, wir gehen hier innen an. Okay, egal, aber immerhin mal Dritter. Und Fernando ist hier rechts, den holen wir uns gleich, ja. Alter, da gibt's keine Auslaufzonen, alles Gras. Und das meine ich halt, du siehst doch die Evolution jetzt dieser Strecken, die sich ja in den letzten Jahren nicht stark geändert haben. Wir dürfen natürlich jetzt nicht den offiziellen Kalender von 2020 nehmen, weil da gab es ja wirklich wenig Strecken. Da wurde öfter auch auf manchen Strecken gefahren. Österreich zum Beispiel zweimal. Alter, Vettel mit... Sebastian Vettel, du kleine Kröte. Okay, das war... Okay, das gucken wir uns mal näher an. Das war die falsche Taste. Ja, sorry Leute, ich bin jetzt nicht mehr so ja, drinnen. Wie kann man das denn... Ah, okay, B. Er dreht uns hier weg. Ja, ich bin auch ein bisschen dumm reingegangen, muss man sagen. Aber dann fliegt hier Felipe Massas Reifen zweimal. Huh, zack.
Ich war im Gras drauf und hatte deswegen auch keine richtige Attraktion. Ich lasse natürlich hier. Okay. Jetzt wollte er anscheinend nicht mehr vorbei. Jetzt geht. Die geht sogar in dem Game Vollgas. Das ist auch sehr interessant. Interesting. Also, dass die hier Vollgas geht in Formel 1 2 und 21. Kann ich die nicht mal Vollgas fahren? Ich bin auch sehr gespannt hier, wie sich im Laufe der Zeit so das Handling verändert hat. Das ist hier echt mies. Ach, die Boxen fährt gerade Vollgas rein. Das ist auch cool. Das wurde ja alles geändert seit 2019, glaube ich. Alter, wir rutschen hier über die Vorderachse in die erste Kurve rein. Ja, da fehlt uns auch das Setup. Vettel klebt uns hier richtig dran, glaube ich. Ja, der ist ordentlich hier mit dran. Aber er ist natürlich auch der Weltmeister von diesem Jahr. Der muss da was reißen. Und wenn dann das... Ja, das könnte interessant werden. Das könnte sehr interessant werden. Aber wir holen uns immer die schnellste Rennrunde. Und wir sind in der letzten Runde. Wir machen hier den... Oh, jetzt ist in den Vettel vorbei, oder? Nein, Vettel hat sich nicht ganz getraut. Links, wie nah die Mauer ist, da ist ja jetzt alles weg eigentlich. Da geht's richtig weit nach hinten. Aber da ist echt die Mauer sehr nah. Alter, ich muss mich hier so wehren. Sebastian Vettel hat so ein schnelles Auto. Aber ja, ich komme auch nicht richtig um die Kurven. Ich freue mich schon auf die Xbox Games, also ab 2015. Aber das 14er Game war auch... Oh, ich muss ihm hier ein bisschen Platz lassen. Der hält da drauf. Und rauf da. Das war ordentlich. So, hier rein. Dann nehme ich immer gern ein bisschen mehr den Körb. Dann bleibt das Auto ganz stabil. Ein Schumacher in Sao Paulo. Was für ein Rennen, Leute. Das war der Win mit Michael. Der im größten vermutlich aller Zeiten. Position 6 gewonnen. 1.18.7. Haben wir auch noch die schnellste Rennrunde geholt. Also was für ein Rennen. 1,8 Sekunden sogar. War aber nur 13. von... Nein, okay, Vettel war der schnellste. Nein, sogar Fernando. 17.3 bist du narrisch. 17.2 Lewis Hamilton. Okay, da hatten wir keine Chance, Leute. Was für ein wunderschönes Game. Das war der Flashback zu Formel 1 2012. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken. Es kommt auch noch Formel 1 13. Sollte auch noch heute kommen. Also bis dahin und ciao. Und nein, noch, sorry mal. Hier noch einmal die Siegerehrung von Michael Schumacher. Was für ein Fahrer. Ciao.